Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen hier bei Total War Warhammer mit mir, dem Oro und dem Flo. Joa, der pleite ist. Und im Krieg. Und im Krieg. Let us begin. Die Hochlande sind vernichtet worden, das ist auch immer schön zu wissen. Raise Sigma! Step to it! Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich gleich mit dem ganzen kompletten Todespass, dass ich den A halten kann. Und dass ich den B, Musketen-Schwarzwälzer. Da ist auch nichts Gutes drin, leider. Weil ich Attack! Mann, das war scheiße, Kacke! Ärgerlich! Ja, vielleicht kriege ich da ein bisschen Geld rein und krebse dann da rum. Wenn sich meine Einheiten erholt haben, dann kann ich auch die Orks hier aufhalten, die ganzen Armeen, die hier rumlaufen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. So, weiter basteln wir bei mir die Gebäude weiter hoch und nächste Runde wird dann die Belagerung von Burg Artois wird dann durchgeführt. Artois? Ich kann kein Französisch, deswegen. Juhu! Auf Seiten des Verbündeten den Krieg beitreten. Ich bin's nicht. Ja, nicht du. Aber die Nordlande, die Mittlande haben gerade meinem Vasallen den Krieg erklärt. Ja, die waren ja vorher schon im Krieg. Ist aber nicht schlimm, weil mein Vasalle hat zwei Fullstack-Armeen. Oh! Da kommt wieder eine dicke Party auf mich zu. Bankrott, ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Aber deine Armeen bluten zumindest nicht mehr aus. Let us settle this. Ja, das ist richtig. Hi. Jetzt musst du nur die Festung irgendwie halten. Mit einer doch recht angeschlagenen Armee. Sehr mutig. Mal gucken, haben die Nordlande irgendwas, was mir gefährlich werden kann? Momentan nicht. Mein Vasalle hat zwei Fullstack-Armeen. Und das Optimale wäre jetzt natürlich für mich, um es mal rein auf Spekulation anzukommen. Denn wenn mein Vasalle wenigstens zwei Städte von Nordlande, von Mittlande erobert, dann ist er sehr stark. Vielleicht sogar drei Städte erobert. Gehen wir mal doch vom Besten aus. Dann hätten wir nämlich einen effektiven Verbündeten gegen das Chaos. I will not blight my soul. Aber es dürfte meinen Vasallen zumindest positiv mir gegenüber eingestimmt machen, dass ich mit in den Krieg eingetreten bin. Weil ich zwar aus meiner persönlichen Situation nicht optimal finde, dass da jetzt der Krieg herrscht, aber machen kann ich da jetzt eh nichts und ja, ich muss dann wahrscheinlich noch mit eingreifen. Aber erstmal schauen wir mal, was mein Verbündeter noch so... Was Marienburg da jetzt noch so rumeimert. Kriegt die in die Vampire? Ich werde keinen Krieg mit den Vampiren anzetteln. Das ist mir nischt. Das ist nischt. Ach komm, ich will diese Belagerung sehen. Du kriegst übrigens auch eine Armee. Nämlich die zweite Armee, die eingetroffen ist. Damit es nicht ganz so langweilig dir wird. Und mir wird es auch nicht ganz so langweilig. Ja, es ist immer langweilig, wenn man zuschaut und nichts machen kann, finde ich zumindest. Ich gucke es aber gerne dem Einheitenmodel zu, wegen sie gegenseitig die Schädel einschlagen, aufspießen, abstechen, abschlachten. Aber das Gefährliche sind hier diese Massen. Ich betone Massen von Bogenschützen. Deswegen habe ich auch vier Belagerungstürme, damit wir hier halbwegs vorankommen. Ja, aber dafür eine recht gute Kavallerie. Wobei, dafür habe ich natürlich die Lanze. Dafür habe ich natürlich Lanze dabei. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Lanze noch nicht ersetzt durch Schildlanze. Naja. Die werden bald sowieso alles durch Hellebardiere ersetzt. Gott, was für ein Wort. Hellebardiere. Hellebardiere.
Halberdiere? Nicht die Halberdiere. Ah, verdammt! Es müssten Halberdiere sein. Ich glaube, das E ist stumm. So wie Tribuchet, Triborg. Der wird, glaube ich, auch ein bisschen anders geschrieben, oder? Nee, Triborg nicht. Was nee, das Tribuchet wird eigentlich... der Triborg wird Tribuchet geschrieben. Ah, okay. Oder so. Oder die Triborke, Triborke wird es geschrieben. Deutsch. Ja, die Franzosenstädte sind schon ganz cool. Machen wir jetzt hier Deutschkurs mit Flo und Oro. Her! Naja, es ist ja Französisch. Okay, Französischkurs ohne Oro. Denn der kann es nicht. Gehen wir natürlich direkt über die Seite, damit ich so wenig Beschuss wie möglich abkriege. Beschuss. Also im Gegensatz zu deinen Städten sehen die nicht so kacke aus. Die haben alle heile Dächer. Ich zeig dir gerade einen Stinkefinger. Ich möchte es nur erwähnt haben. Nein, nur so mal, ne? Das Imperium, keine Ahnung, da erwarte ich immer mehr. Aber das ist, die Städte hier sind viel schöner. Ja, das Imperium ist sehr Gothic-mäßig und sehr europäisch angehaucht. Ja, aber trotzdem. Muss doch nicht sein. Dann was? Lieber hier so schöne, wunderbare Städte, die schön heile sind, auch wenn sie eingenommen werden. So, Einheiten werden übergeben. Einfach mit seitlich an der Kante entlang marschieren, damit du nicht in allen Türmen stehst. Ein Turm reicht, der dich beschießt. So, Türme werden ausgerichtet. Gleich sind die Männer auf den Mauern. So, aus dem toten Winkel der Türme. Ich bin gleich im toten Winkel der Türme. Wenn ich Glück habe, komme ich mit allen Belagerungstürmen ran. Da die Leiter hochgehen, der Herr. Die Speere sollen da Position beziehen. Und wir sind auf den Mauern. Auf der Mauer, auf der Lauer. Schlachtet die Bogen, die Bauern, Bogenschützen. Schlachtet sie alle ab. Lasst keinen von diesen französischen Hunden am Leben. Das hat sogar diesmal noch einen anderen Hintergrund, aber das ist was anderes. Kannst du mit deinem General über den Turm gehen, den ich gerade markiert habe? Warte. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Achso, ja, keine Ahnung. Spearman! Take the ground! Quicker! We are Sigmar's heirs! Der Turm muss da langsam aufhören zu feuern. Ja, jetzt hat er aufgehört zu feuern, endlich.
Sigmar calls! Quick march! I will not stand idle! Very well! Komm, mach das Tor auf, Männer. Ja, Tor geht es in unsere Hand. Dann schaffen wir jetzt. Oder? Nicht unsere Hand, ich dachte. Doch, Tor ist in unserer Hand. Das ist doch richtig gesehen. Ist ja nicht schön, wenn die Tore gefallen sind und du siehst, wie deine Reichskavallerie reinreitet und richtig auf den Putz haut. Wunderschöner Anblick. Da ist die Reichsgarde, Bams. Schön in den Rücken reingecharged. So, die Gewehrschützen geben schön Feuer auf seine schwere Kavallerie. Sogar Schockkavallerie. Man muss sagen, die bretonische Kavallerie sieht echt gut aus, oder? Das ist nicht so meins, um ehrlich zu sein. Nee, dieses mittelalterliche, französische. Ne, die sind mir zu bunt für richtige Soldaten. Das ist nicht so meins, ne. Aber ich finde die Mittelalter-Soldaten jetzt auch nicht besonders schön, egal welche, glaube ich, zumindest. Ah, okay. Die Lanzen sind auch nicht so das, was ich jetzt so cool finde. Ja, ich stehe auf diesen Mittelalter-Stil, das ist fette Plattenrüstung, viel knallig buntes, damit man ja zeigen kann, ich bin reich, ich habe was, was du nicht hast. Ja. Weil das Bunt war ja eigentlich Großteil nur durch ein Zeichen des, schau mal, was ich habe, sowas wie heute, wo du sagst, hey Alter, ich habe Gucci und Armani. Ach naja, nicht die gleichen Leute tragen weder Gucci noch Armani. Ja, ich weiß, die tragen Hans-Jürgen. Hans-Jürgen ist toll. Wie heißt dieser komische, der auf dem Fernsehen kommt, der da sein Label verkauft hat? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Diese komische Familie da, die da immer kommt hier. Ach so, ja.
Der hat doch mal so ein Modelabel gehabt, was er dann für mehrere Millionen verkauft hat. Ich dachte, du meinst jetzt gerade Jürgen Drews, aber... Nee, diesen anderen Kerl, der dieses, ich nenne es mal Ghetto-Label hatte. Kannst du mit deinen Schwertern mittig umdrehen? Der kommt nicht von hinten was angerannt. Also wenn man in die Ferne guckt und so, da sind ja noch mehr Städte, das sieht schon richtig, richtig geil aus. Nee, das ist alles eine Stadt, würde ich mal so sagen. Das ist alles eine Stadt. Sicher? Ja, das sind alles so... Wenn du guckst, nee, Altdorf ist auch riesig, aber du bei Altdorf siehst du eben nicht so viel, weil da sehr neblig ist, sehr duster. Wenn du guckst, ist alles in der Stadtmauer noch mit drin. Ich sehe die Mauern gar nicht so weit. Und das war die Hauptstadt. Wuhahaha. Damit ist die Hauptstadt Wiener, gefallen. Ja, das war ja Arthur oder so. Und die Tribuchets von denen finde ich auch herrlich. Also ich freue mich echt auf die Bretonen. Ich hoffe aber, dass die dann nochmal ein paar mehr Einheiten kriegen, weil momentan zwei Nahkampfinfanterie, eine Fernkampf und drei Kavallerieeinheiten plus Katapulte ist etwas... Ein Katapult, also eine Artillerieeinheit ist etwas mau. Etwas sehr mau. Ja, und vor allem sind die jetzt auch nicht besonders strong. Also mal, die Bogenschützen sind sehr, sehr stark. Da muss man schon sagen, die Bogenschützen haben schon echt was drauf, aber die Nahkampfinfanterie, die ist völlig... Die ist defensiv, ja. Aber selbst da ist er schwach. Das eigentlich ist gut, was die Bretonen... Das ist einfach, wenn dann irgendwann sind die gegnerischen Einheiten so stark, dass sie die aufmühen, bevor die Bogenschützen alles gekillt haben. Ja. Da musst du schon wirklich gut mit der Kavallerie sein, damit du... Ja, da sind sie eben extrem pervers. Mit der Kralskavallerie, also Kralsritter und sowas. Das ist schon echt üble Kavallerie. Problem ist einfach, wenn du gegen jemanden kämpfst, der mit vielen Speeren oder mit Hellebarden oder eben Anti-Kavallerie-Einheit unterwegs ist, dann hast du es schwer. Goblins. Gut, ich glaube, bei den Goblins rauschst du einfach nur durch. Ja. Aber die haben auch nichts weiter Anti-Pferd-mäßiges, die Orks, außer Goblins. Ich habe auch nichts, was direkt gegen Pferde. Ich kann zwar Schwimmangriffe stoppen mit den meisten meiner Einheiten, aber das war's dann auch. I will. Man muss immer gucken, wie die Umgebung sich verändert bei mir. Das finde ich immer herrlich. Der grüne, schöne Laubwald wird zum Nadelwald. Ich sag dir, meine Leute sind echt schnell beim Pflanzen. Schauen wir mal, was ich da an Spezialgebäuden habe. Werkstatt des Holzmachers. Rekrutierungskosten minus 20% auf imperiale Armbrustschütze und Speerträger. Das ist nett. Minus 20%. Ja. Und was war noch? Einheiten plus Level 3. Holz kann ich hier abbauen in der Region. Ansonsten hat sie nichts Spezielleres weiter. Aber Holz ist auch was Nettes. Holz habe ich gerne dabei. Summon the Elector Counts. Ja, dann werden die dann nächste Runde weitermarschieren und die in der Stadt... Stellung beziehen. Wobei ich kann auch die Armee weiter mal schön lassen. Was mir momentan massiv Sorgen macht, sind Vampire, weil die mit einer Fullstick-Armee an der Grenze stehen. Genau, wollte ich hier noch Kommandos für meinen Verbündeten geben. Mal bitte diese Stadt erobern. Ich werde dir sehr dankbar. Ja, die Moral geht jetzt richtig hoch, weil ich mit dem auch in den Krieg gezogen bin. Die hat immer noch kein Handelsbündnis. Und meinen Bretonen geht auch die Moral wieder ein bisschen hoch, weil ich eben da geholfen habe jetzt gegen diese Ausreißer, die da jetzt den Krieg da gespielt haben.
Aber ist doch schon mal ganz nett. Karl Franz ist aufgestiegen. Auch sehr nett. Und da kann ich einen Erlass erlassen. Was machen wir denn hier? Öffentliche Ordnung kann ich machen. Das ist natürlich jetzt eine Frage. Ich kann öffentliche Ordnung plus 4 machen. Damit könnte ich bei mir die öffentliche Ordnung allgemein da verbessern. Aber nee. Ach, Wachstum. Nee, dann machen wir öffentliche Ordnung erstmal. Wir brauchen die Punkte. Als nächstes hole ich mir noch die Eisenstadt und dann kann ich weiter erobern gehen. Mhm. So. Und da ist die Runde auch schon vorbei. Ja, und jetzt verliere ich mal eine weitere. Jetzt kann ich nur beten. Ja, Vampire haben wieder nichts gemacht dagegen. Das ist immer sehr nett, wenn die Vampire keine Militäraktion gegen mich starten. Weil solange ich jetzt da drüben im Krieg bin. Okay, Hauptstadt wird jetzt belagert, aber ist mir recht egal. Die wollen den Frieden. Nee, werden wir definitiv nicht übereinkommen. Okay, Grinshafen scheint mich sehr zu mögen, nur leider mögen die Zwerge mich nicht. Ja, so viel zu meiner neuen Armee. Leck mich doch. Ach du heiliges Arschloch. Und guck dir was, der hat schon inzwischen. Der kommt dir mit den ersten Spinnenreitern an. Mhm. Also langsam wird es für dich interessant. Ja, das weiß ich. Ich kann hier unten auch die Städte dann alle nicht halten. Das ist noch viel interessanter. Bis ich bis zu dir nach unten durchgebrochen bin, dauert das noch ein Stückchen, ne? Ja, aber hier der Typ, der nimmt auch alles Mögliche ein. Ah, die Grünhütte und die Rotzähne. Wunderbar. Koali? Ah. Und hier der Arkendorfer. Ich raff den Typen nicht. Der hat nie Einheiten irgendwo rumstehen. Das ist richtig ätzend. Arkendorfer hat bei mir eine Armee rumstehenden, bei mir drüben, Pfeildorf. Super. Zwei Armeen sogar. Das hilft mir sehr. Und hinten an der Landkante hat er noch eine Armee stehen. Lucini. Naja, erstmal weiter Krieg führen. Kriegsspielchen sind immer gut. Dem Breton überlasse ich jetzt die Stadt da drüben. Hätte keinen Wert, die anzugreifen. Na, Mann, dann muss ich das Siedlung weiß, belagert, das. Meine Hauptstadt wird belagert. Oh, macht mir das Angst. Von den ganzen Grünen sind die jetzt verbündet. Normalerweise kämpfen die immer schön gegeneinander, aber nein. Die sind jetzt alle verbündet. Das ist richtig schlecht. Das geht. Ach, hier unten hat der Grüne. Ach so, ja, das war ja der Rotfuchs-Typ. Ich kann nur hoffen jetzt wirklich, dass hier der wunderbare Zwerg da unten ordentlich Party macht. Da unten, die ein bisschen bindet. Okay, die Siedlungen hier werde ich gleich alle verlieren, inklusive Schwarzfels. Das ist ja nicht so ganz so geil. Naja, falsch, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt muss ich noch eine Runde mehr warten, jetzt habe ich falsche Richtung gezogen. Ah, okay. Ja, es ist nicht schlimm, aber ich habe nur gerade meinen Offizier in die falsche Richtung gezogen. Das weil ich mich jetzt vertan habe in der Richtung. Nein, nicht in der Richtung, ich habe mich im General vertan, sag ich mal so. Ich habe den falschen General gedacht, als ich war. So. Das ist auch jetzt erforscht. Und dann geht's weiter.
Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Geht weg, Grün heute, geht weg. Ist doch alles noch ganz in Ordnung. Easy going. Ich hab's gerade richtig schön übernommen und jetzt bam. Bin ich richtig gefickt. Ist Schwarzfels wegen der erholt die Garnison? Nein, ja, wahrscheinlich. Die ist immer noch halb kaputt. Bescheiden. Ich kann versuchen, hier oben halt die Städte jetzt einzunehmen. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Und die Haarknoten sind übrigens auch mit den Gegnern verbündet. Schön. Wie kann man bitte einen Orkstamm Haarknoten nennen? Goblinstamm, Entschuldigung. Der Zwerg unten liefert dir auf jeden Fall auch einen blutigen Krieg mit denen. Nö, ich glaube nicht. Ja, der hat jetzt gerade die Krummzahnfeste verloren, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Karl Franz geht jetzt auch direkt in den nächsten Krieg mit rein, um dafür ein bisschen Entspannung zu sorgen, was die Frontlinie angeht. Für Kronone. Okay, er hat eine volle Armee stehen, das wird schwierig und heftig, aber er hat da keinen General. Dann ist er wohl verreckt gerade. Alter, was denn noch an Truppen rumeimert, das ist echt nicht mehr lustig. So, nächste Runde kann ich meinen Haupttypen aufnehmen. Gefällt, Region von dem... Toll. Oh, Rebellen der Papierfürste, das ist interessant. Yes, my lord. I will marshal the men. Oh, die Chaos-Korruption geht bei mir gerade richtig steil. Ah, okay. Very well. Sigmar compels us onward. So, erstes Missionsziel meines Verbündeten erfüllt. Nächstes Missionsziel wird gesetzt. Oh mein Gott, ich habe 6 Grolle, weil ich so viel verkackt habe hier. Ah ja. Okay. Yes, my lord. It is war. Ah, viel mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Fertigkeitsketten. Okay, er ist wieder aufgestiegen. Sehr schön. Hä?
wird denn angegriffen? Mhm. Ach, die Stadt wird angegriffen. Da, ach, oh. Der ist ja da lang. Das ist jetzt nicht schlimm, mach Auto. Da werde ich dann gleich mal drüber, drüber gehen, aber habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der da angreifen konnte. Inner, er steht auf der Insel und greift Land an. Sehr schön. Ja, ne? Ja, hat sich nur geplündert. Das ist optimal, weil nächste Runde, meine Armee ist in Reichweite. Nächste Runde ist er dran. Dann kriegt er was auf den Sack. Wer ist das jetzt? Kriegserklärung. Und die sind ja ganz im Süden. Mhm. Da muss ich einen Beitritt von dir erbitten. Weil ohne dich habe ich gegen die im Krieg keine Chance. Wenn ich denn hier hinten auch die etwas in der Luft habe, ist das kein Problem. Auf dem Krieg wäre ein Verbündeter, ja genau. Ist die Frage, ob mir Grenzhafen dann jetzt noch wohlgesonnen ist. Oh, das sieht ja auch schön aus. Da war das spiele ich. Das muss ich spielen. Da das kommt einiges. Das ist durchaus schaffbar. Ja, schaffbar definitiv, aber da kommt einiges, das ist... Ja, wie immer halt bei Orks, ne? Ja, aber auch an Einheiten, also die, sind das die Bollerwagen oder sind das die Reiter? Mal kurz gucken, das sind die Bollerwagen, okay, das ist noch in Ordnung. Die Wolfsreiter, die besseren Goblin-Wolfsreiter sind dabei. Schwarzgoblins, das ist ein bisschen ekelhaft. Jo, ich weiß auch nicht, was die machen, aber die sind richtig ätzend. Auch Gift. Oh, oh Mann, ey. Scheiß Fanatics. Aber geil, geil, meine, guck dir meine Fernkämpfer an, was sie für Förderung haben. Das sollte eigentlich gut abgehen. Du solltest nur langsam mal ein paar bessere Nahkämpfer ranbringen, ne? Wie gesagt, ich verstehe meine Städte. Ich kann nichts bauen. Null. Immer wenn ich was einnehme und da ein bisschen was produzieren will, zack, das ist gleich wieder weg. Schwarzfels wird jetzt auch gleich fallen. Stehen davor und belagern das, wie bescheuert. Hauptstadt? Ja, aber nur auf Level 1 und halb kaputt. Ich meine, deine Hauptstadt ist nicht auf Level 1 und kaputt. Nein, Schwarzfels. Ja, ich meine, deine Hauptstadt. Schwarzfels ist ja nicht die Hauptstadt. Oh, dann schauen wir mal zu. Ich könnte meinen Gegner fragen, ob er mir seine Katapulte gibt. Also das Modell von den Wolfsstreitwagen finde ich herrlich. Die mit ihren Zwergenschädeln da am Gürtel. Ich bin noch nie angeguckt. Die haben irgendwas russisch, also nicht russisch, hunnisches finde ich, so vom Helm her. Die sehen aus wie die Hunden von nebenan. Yeah.
So, du hast... Ja, ich mach schon die Kamikaze beschießen. Der hat gerade richtig viel Zwerg gekillt. Könnt ihr mal bitte feuern die noch? Ja, wieso feuern meine gerade nicht? Ah doch, jetzt feuern sie. Der Typ die ganze Zeit im Kreis reitet, was stimmt mit dem? Wie der Typ im Kreis reitet, was stimmt mit dem? Gute Frage, kann ich gar nicht beantworten. Ich bin kein Psychiater. Außerdem sind es Orks. Ich weiß nicht, ob man bei Orks menschliche Psychologie anwenden darf. Schöne Treffer auf den ihre Katapulte, aber immer noch nicht stark genug. Diese Steinanfluge von den Krolltürmen, das erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe, an die Schlacht um die Weiße Stadt. Da hat es auch immer so Orks zermalmt. So, Katapult ist noch ausgeschaltet. Ich konzentriere jetzt das Feuer auf die gegnerischen Kräfte.
Kriegst du irgendwie den zweiten General kaputt? Der da vor deiner Einheit rumeimert. Na gut, nee, ich sehe. I see the situation. Was zur Hölle war das? Ein Ring. Was zur Hölle war denn das von der Attacke? Verdammt! Zwerge können doch keine Magie, du Cheater, du! Alter, der hat die komplette Einheit da gerade zum Fliehen gebracht. Die eine Attacke. Ich weiß. Halleluja! Alter Schwede, was für eine Attacke! Schönes Teil, möchte ich mal so erwähnen. Da hast du aber Glück mit dem Ring. Wieso Glück? Ja, das ist doch zufallsgemäß, diese Sachen. Ach so. Das ist so ein böses Ding, weil das Ding hat ja wirklich da einmal reingesäbelt und plötzlich sind da sonst wie viele Orks umgekippt aus den Latschen. Plus die Moral, natürlich der Moralschlag. Also, das Ding ist nett. So, keine Munition mehr, dann ab an die Front, Mädels. Yes, yes. Move now. Move. Was ein Massaker. So wie jeder Fall mit mir, weißt du doch. Ich lebe immer nur ganz knapp. Aber ich muss trotzdem sagen, der Ring, der gefällt mir. Sag mir mal, wo deine Schmuckschatulle ist. Da musst du jetzt echt drüber nachdenken, was du meinst. Ach, da ist ja schon ein Wagen leer. Na, hier bei den Wölfen, die du gerade angreifst, da ist ein leerer Wagen dabei. Aber ich sag dir, die Wagen sind bestimmt bei Opel gebaut. Oh Mann. Entschuldigung. Oh, wir sind schon wieder bei 42 Minuten, habe ich schon erwähnt. Seine Kampfkatapulte haben richtig viel Schaden gemacht. Und meine Fernkämpfer dafür auch. Und mein Boss hat auch ordentlich reingehauen. Das ist schön. Und die Katapulte auch. Ja, durchaus. Aber die sind vom Zielen her ein bisschen... sie könnten besser zielen. Pyrosieg, ja, das war wirklich einer. Aber naja, Hauptsache meine Fernkämpfer überleben. Dann rock ich da mit der Fernkampfarmee nämlich ordentlich das Spiel. Fehlen halt jetzt nur noch Orgelkanonen.
Ja gut, ich finde die Feuerkanone eigentlich ganz nett und die großen Kanonen. Ja, aber sind halt, also die Feuer ist gegen schwach gepanzerte Infanterie, Orgelkanonen ist halt gegen gut gepanzerte. Gerade gegen solche Schwarzorks oder so, und also die Orgelkanone richtig gut. Und die große Kanone ist halt eher was gegen Trolle oder so. Die kriegen nämlich richtig ins Gesicht von solchen Viechern. Aber naja. Dann gucken wir mal, dass ich fernkampfmäßig kriege ich ja auch nichts Besseres eigentlich, außer die Armbrustschützen. Vielleicht noch ein paar Musketen, aber. Ja, nur Musketen haben ihren Panzer brechen, was die Armbrustschützen nicht haben. Ja, das ist richtig. Aber mit den Fernkämpfen, also mit den Armbrustschützen. Also noch hat der Ork genug ohne Rüstung. Ja, nee, das ist schon ganz richtig so. Ich sag nur, das war nur so als ich weiß was mäßig. Achso, okay. Okay, das hat er jetzt da. Oh, die mögen sich tatsächlich nicht. Das ist ja geil. Das hilft mir jetzt wenig, aber naja. Oh, ernsthaft? Ja, das kann ich schon spielen eigentlich. Aber ist die Frage, da müssen wir jetzt ein neues Ding machen, oder? Eine neue Aufnahme. Ja, machen wir einfach. Würde ich Okay. sagen, war's das mit dieser Runde mit Total War War, mal mit mir, dem Oro, Jo, und mit mir, dem Flo. dem Belagerungskönig. Bis dahin, tschüss.